Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich das, was wir über Kreuzprodukte kennen und das, was wir über Skalarprodukte kennen, noch einmal zusammenfassen und diese beiden Formen der Vektormultiplikation mal direkt nebeneinander stellen. Da ergibt sich dann vielleicht doch noch der eine oder andere neue Gesichtspunkt, der vielleicht vorher gar nicht so richtig gut rausgekommen ist. Wir nehmen uns einfach wieder zwei Vektoren, zwei dreidimensionale Vektoren, denn das Kreuzprodukt funktioniert ja nur mit dreidimensionalen Vektoren. Hier, das ist der Vektor A und den Vektor B. Und dann gibt es diesen Zwischenwinkel, hier diesen Zwischenwinkel Theta. Und das Skalarprodukt? Das Skalarprodukt wäre definiert als A mal B. Also das Rechenzeichen ist hier der normale Malpunkt, obwohl das eigentlich streng genommen eine andere Operation ist. Aber die Eigenschaften dieses Skalarprodukts sind doch gleich der Eigenschaften der Multiplikation. Deshalb kann man da ruhig das gleiche Rechenzeichen hernehmen. Hier bei dem Skalarprodukt kann ich die Vektoren genau wie bei der normalen Multiplikation miteinander vertauschen. Also das ist dasselbe wie b mal a. Und das war der Betrag von a mal der Betrag von b mal der Kosinus dieses Zwischenwinkels, der Kosinus von Theta. Und das Ergebnis ist hier kein Vektor, sondern eine ganz normale Zahl. Beim Kreuzprodukt war das ja anders. Also A Kreuz B, das sollte als Ergebnis einen Vektor haben. Und weil die Rechenoperation, auch die Rechenvorschrift ganz anders ist als bei der normalen Multiplikation, gibt es hier auch ein eigenes Rechenzeichen. Wie wir bei dem Video über das Kreuzprodukt gesehen haben, darf ich diese beiden Vektoren nicht einfach so vertauschen. Wenn ich die vertausche, dann kriege ich als Ergebnis einen um 180 Grad gedrehten Vektor heraus. Das ist also gerade minus b Kreuz a. Das Minuszeichen vor einem Vektor heißt ja nichts anderes, als dass man ihn gerade umdreht. Und da war die Rechenvorschrift wieder a, also der Betrag von a, genau wie oben, mal der Betrag von b, nur dass diesmal der Sinus dieses Zwischenwinkels auftaucht. Und weil das Ergebnis ein Vektor sein soll, taucht da auch noch so ein Einheitsvektor auf. Also ein Vektor mit dem Betrag 1, der ändert nichts hier an der Länge dieses Vektors, der legt nur die Richtung dieses Vektors fest. Und die Richtung war eben gerade so gewählt, dass dieser Einheitsvektor n senkrecht auf a und senkrecht auf b stehen sollte. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese beiden Vektoren hier in der Zeichenebene ganz normal flächig vorstellen, also die definieren sozusagen die Ebene des Bildschirms, dann würde dieser Vektor n entweder aus dem Bildschirm auf euch zulaufen, also das wird dann mit diesem Zeichen hier symbolisiert, wie die Spitze eines Pfeiles, oder dieser Ergebnisvektor würde direkt in den Bildschirm hineinschauen. Das würde dann hier mit diesem Symbol hier dargestellt. Eine von den beiden Möglichkeiten haben wir, und welche jetzt tatsächlich die richtige Möglichkeit ist, das können wir mit Hilfe der rechten Handregel feststellen. Das heißt, wir nehmen unsere rechte Hand und der Zeigefinger der rechten Hand zeigt dann in die Richtung dieses ersten Vektors. Also hier wäre das der Vektor a. Das sollte der Zeigefinger übernehmen. Der zeigt also in Richtung a. Der Mittelfinger zeigt in Richtung des zweiten Vektors, also das wäre hier der Vektor b. Die anderen zwei Finger braucht man nicht, die sagen wir mal hier so abklappen. So. Und der Daumen, der zeigt uns dann ganz automatisch die Richtung dieses Einheitsvektors an. Also das macht man mit der rechten Hand, mit der linken Hand wird es nicht funktionieren, da käme es nämlich genau andersrum raus. Also hier in dem Fall, wenn ihr das so machen würdet, dann würdet ihr sehen, dass der Daumen nach unten zeigt. Ist ein bisschen schwer zu malen. Man sieht eigentlich gar nicht viel von dem Daumen. Man sieht hier nur, dass er sozusagen so nach unten zeigt. Das heißt, der Daumen geht nach unten und das ist diese Richtung von n. Das heißt, in dem Fall hätten wir diese Version hier. Der Vektor würde hier an dieser Stelle, würde er hier so nach unten zeigen. Das war diese rechte Handregel, mit der wir die Richtung dieser Vektoren hier festlegen können.
Ja, das war die Rechenregel. Zum besseren Verständnis hilft es, wenn man sich das Ganze geometrisch überlegt. Wenn man hier also mal schaut, was heißt denn dieser Cosinus von Theta oder was heißt denn dieser Sinus Theta überhaupt? Ich mach mir mal da mal ein bisschen Platz, dass man oben die Formeln sieht und unten aber trotzdem zeichnen kann. Dann male ich mir gleich nochmal diese Vektoren hier daneben. Das brauchen wir jetzt gleich nochmal. Also soll jetzt dasselbe sein. So, und was wir mal machen könnten, wir könnten uns mal anschauen, was heißt denn hier eigentlich dieses a mal Cosinus Theta? Das ist ja irgendeine Strecke. Diese Strecke, die suche ich jetzt mal hier in diesem Bild darzustellen. Die Definition dieses Cosinus Theta, die verlangt ja irgendwo ein rechtwinkliges Dreieck. Jetzt mache ich das rechtwinklige Dreieck einfach mal so, dass ich mir hier senkrecht auf dem Vektor b eine Strecke male, die in die Spitze des Vektors a geht. Also hier hatte ich den rechten Winkel. Und dann ist der Cosinus von dem Theta, ist ja dann gerade an Kathete zur Hypotenuse. Das heißt, das wäre ja gerade hier diese Strecke wäre der Cosinus, geteilt durch den Vektor a. Und wenn ich das umstelle, ist dann diese Strecke gerade der Betrag von a. Das ist der Betrag von a mal Cosinus Theta. Das ist gerade diese Strecke. Wir sehen also, in diesem Skalarprodukt wird diese Strecke hier multipliziert mit dem Betrag des Vektors b. Das heißt, der Teil von a, der parallel zu b verläuft, diese Komponente von a, die interessiert mich hier in dem Skalarprodukt. Und der Teil von a, der senkrecht auf b verläuft, diese Strecke hier, die kommt überhaupt nicht zum Tragen. Das ist völlig wurscht, wie groß dieser Teil ist. Das Ergebnis wird da von diesem Teil, von dieser Komponente hier gar nicht beeinflusst. Also nur die gemeinsame Richtung interessiert. Und je größer die gemeinsame Richtung ist, desto größer ist dieses Skalarprodukt. Und das heißt nichts anderes, als dass wenn die beiden aufeinander liegen, dann ist das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren maximal. Und wenn die beiden senkrecht aufeinander stehen, also wenn der a-Vektor hier senkrecht weggehen würde, dann wäre das Skalarprodukt gleich 0. Dann hätten die überhaupt keine gemeinsame Richtung. Und deshalb ist das Skalarprodukt auch immer ein guter Test, um festzustellen, ob zwei Vektoren senkrecht sind oder nicht. Jetzt kann ich das aber auch anders zusammenfassen. Also ist eine Möglichkeit, hier a mal Cosinus Theta zusammenzufassen. Ich kann aber genauso b mal Cosinus Theta zusammenfassen. Das müsste ja genauso gehen. Und das können wir mal hier versuchen, in diesem Bild hier einzumalen. Dazu verlängere ich mal den Vektor a in diese Richtung. Und dann mache ich genau dasselbe wieder drüben. Drüben habe ich auf den Vektor b eine Senkrechte gemacht. Hier mache ich jetzt auf den Vektor a eine Senkrechte. Und die soll wieder durch die Spitze des anderen Vektors gehen. Also hier wäre dann der rechte Winkel. Und diese Strecke hier, das wäre sagen, wenn ich jetzt wieder Cosinus Theta betrachte, Cosinus Theta wäre diese Strecke hier durch den Vektor b. Das heißt, diese Strecke hier ist der Betrag von b mal Cosinus von Theta. Also auch hier wird in dem Skalarprodukt der Teil von b verwendet, der mit a die gleiche Richtung hat. Und der Teil des Vektors b, der rechtwinklig auf a steht, der wird in der Rechnung nicht berücksichtigt. Also auch wenn wir hier verschiedene geometrische Interpretationen haben, das Ergebnis ist dasselbe, denn ich habe ja nur die Reihenfolge der Berechnung vertauscht. Ob ich jetzt a mal Cosinus als erstes rechne und dann mit b multipliziere oder b mal Cosinus als erstes berechne und dann mit a multipliziere, macht mir in der Rechnung keinen Unterschied. In der Darstellung, was ich mache, macht es einen Unterschied, aber das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich. Es zählt beim Skalarprodukt nur die gemeinsame Richtung der beiden Vektoren. Anders ist es beim Kreuzprodukt. Beim Kreuzprodukt könnte ich ja hier, genau wie oben, könnte ich hier zum Beispiel mal a mal Sinus Theta zusammenfassen. Was ist dann jetzt a mal Sinus Theta hier in diesem Bild? Das haben wir ja schon eingemalt. Das ist ja genau diese Strecke hier. Wenn ich diese Strecke hier in den
Nullpunkt verschiebe, dann wäre sozusagen das hier wäre die Strecke, das ist gerade a mal Sinus Theta, denn Sinus Theta war ja diese Gegenkathete durch Hypotenuse und a mal Sinus Theta gibt mir nämlich genau dieses Stück hier. Also eigentlich, was wir da machen, ist, wir zerlegen diesen Vektor a in eine Komponente, die parallel ist zum Vektor b, eine Komponente, die senkrecht steht auf den Vektor b, die parallele Komponente dieses Vektors a, die geht in das Skalarprodukt ein, die Komponente des Vektors a, die senkrecht auf b steht, die geht hier ein in das Kreuzprodukt. Also beim Kreuzprodukt interessiert nur der Teil des Vektors, der eben nicht in derselben Richtung läuft wie der andere Vektor. Wenn man es ein bisschen salopp sagen will, könnte man sagen, je verschiedener die Richtung der Vektoren ist, desto größer ist das Kreuzprodukt. Und wenn beide Vektoren parallel sind, dann würde das Kreuzprodukt 0 ergeben. Das kann ich jetzt genauso hier drüben machen, also b mal Sinus Theta. Wenn ich das b mal Sinus Theta anschaue, das habe ich auch hier in dem Bild schon eingemalt, das ist genau diese Senkrechte hier. Also auch hier verschiebe ich das wieder in den Startpunkt, das hier, das wäre b mal Sinus Theta. B mal Sinus Theta ist diese Strecke hier. Ja, da drüben, ja, da sollte ich hier auch die Betragsstriche machen. Also hier b mal Sinus Theta, das ist genau die Komponente des Vektors b, die senkrecht steht auf a. Und nur diese Komponente geht in die Berechnung von a Kreuz b ein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo brauche ich denn sowas? Nun, das mit dem Skalarprodukt, dass ich hier sagen, in die gleiche Richtung schaue, das habe ich ja oft im Bereich der Arbeit. Wenn ich Arbeit berechne, Kraft mal Weg, dann zählt ja nur die Kraft, die tatsächlich parallel zum Weg ist.